Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Baphomets Fluch Schatten der Templer. Ja, wir sind hier vor dieser einen Kirche hier irgendwo mitten in Paris. Da gibt es ja viele. Jeder von euch, der Assassin's Creed Unity kennt, weiß das ja, dass es da tausende Kirchen gibt, aber schauen wir gerade mal, was das für eine war. Darauf steht auf Deutsch, Englisch und Französisch: Im Jahre des Herrn 1312 löste Papst Clement V. den Ritterorden der Templer auf und exkommunizierte seine Mitglieder wegen Gotteslästerung und Häresie. In den folgenden zwei Jahren wurden viele der Ritter an dieser Stelle gehängt. Ihr Großmeister Jacques de Molay wurde auf einer Insel in der Seine den Flammen des Scheiterhaufens übergeben. Okay, steht nicht dran, um was es sich handelt. Dann schauen wir nochmal den Kanaldeckel an. In der Mitte des Platzes ist ein Kanaldeckel. Ich frage mich, ob es unter der Straßenebene noch etwas Wichtiges zu entdecken gibt. Dann mach ihn nochmal auf. Ich kann ihn mit meinen bloßen Händen nicht öffnen. Natürlich nicht. Aber zu was haben wir denn einen Kanaldeckelöffner? Hey, hey Sie, was haben Sie da zu suchen? Lassen Sie gefälligst den Deckel in Ruhe. Sofort! Tut mir leid, war nicht böse gemeint. Bleiben Sie da bloß weg! Ja, und dann müssen wir den Typen eben irgendwie loswerden. Also reden wir mal mit ihm. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Ist dicker, wenn er uns aufhalten will, müssen wir ihn loswerden. Was wissen Sie über die Templer? Was wissen Sie über die Tempelritter? Les Templiers. Nur, dass sie 1312 exkommuniziert worden sind. Und gleich zu Dutzenden gehängt wurden. Genau hier auf diesem Platz. Aber hallo, was man heutzutage so alles an der Polizeiakademie lernt? Non, Monsieur. Ich habe es einfach von der Tafel da oben abgelesen. Schon klar. Und was können Sie sich über sich erzählen? Wer sind Sie? Was machen Sie Müssen hier? Müssen Sie jetzt nicht irgendwo den Verkehr regeln oder sowas? Sie haben doch bestimmt den Pariser Verkehr gesehen, no? Klar, und? Ich könnte jetzt also diesen Verkehr regeln, den gefährlichsten zwischen hier und Rom. Oder ich kann hier sitzen, die Sonne, die Architektur und diesen durchschnittlichen Sauvignon genießen. Wofür würden Sie sich entscheiden? Klar, aber ich bin auch kein Polizist. Gibt es denn kein Pflichtgefühl mehr? Eine ganz exzellente Frage, Monsieur. Was halten Sie von dieser Clownsnase? Sagt Ihnen diese rote Nase irgendwas? Aha, eine falsche Nase. Sehr bezeichnend. Wirklich? Nein, ich mache nur ein wenig Spaß. Und dieses schmutzige Taschentuch? Wie gefällt Ihnen dieses Tuch voller Schminke? Entzückend. Möchten Sie auch ein paar von meinen benutzten Taschentüchern sehen? Zum Teufel, nein. Dann packen Sie bitte auch Ihres weg, ja? Würden Sie mir die Hand reichen? Möchten Sie mir vielleicht die Hand... Ich kann mich selbst gerade noch rechtzeitig stoppen. Einem Bullen einen Elektroschock zu verpassen, wäre nicht sehr klug. Wahrscheinlich würden die ihre Bastille wieder aufbauen, nur um mich reinzuwerfen und dann den Schlüssel wegwerfen. Ach, schade. Sagt diese in dieser Art auf diesem Streichholzpäckchen etwas? Können Sie mit diesem Streichholzbriefchen irgendetwas anfangen? Das Muster sieht nach Mittlerem Osten aus. Na toll. Blutmessgerät? Soll ich Ihnen da den Blutdruck messen? Wofür halten Sie das hier? Für ein Blutdruckmessgerät. Oh, und der schöne Edelstein. Wir sehen uns wohl noch. Oui, Monsieur. Ich werde hier sein. Ja, so wie immer. Gehen wir mal da hoch. In die Kirche. Nochmal, dass jemand da ist. Betrachte den Grabstein. Ein Ritter in Begleitung seiner Mitstreiter. Eingravierte Bibelzitate sollen ihn auf seinem Weg in die nächste Welt sicher geleiten, schätze ich. Okay, dann betrachte mal das hier.
Eine Schriftrolle ist ein Symbol der Gelehrsamkeit, das weiß ich. Ein gelehrter Ritter, das erinnert mich an etwas. An etwas, das mir sehr spanisch vorkommt. Spanisch? Sehe ich, dass die Zierlinien, die auf der Rolle eingraviert sind, in Wirklichkeit Schriftzeichen darstellen. Per disciplinam meam lux videbis. Das klingt mir aber ziemlich vertraut. Per disciplinam meam lux videbis. Ein Stück eines Bleiglasfensters. Wow. Auf den großen Durchbruch zu hoffen, indem man sich jede Menge Statuen anschaut, war wohl doch etwas optimistisch, schätze ich. Okay, dann benutze mal... Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen Haarriss. Klar, ich könnte das Ende des Stabes einfach abbrechen. Aber wenn ich schon wie ein Vandale in der Kirche hause, soll wenigstens was dabei rausspringen für mich. Außer einer Deportation. Oh, schade. Die Statue eines Ritters, der einen Stab und eine Schriftrolle hält. Wenn die Statue irgendwelche Geheimnisse hat, sind sie aber gut versteckt. Wäre auch komisch, wenn es keine Geheimnisse hätte, wenn sie da überhaupt nicht auffällig mitten im Bild stehen würde. Ein steinerner Ritter in voller Steinrüstung liegt hier, die ausdruckslosen Augen zur Decke gerichtet. Diese ganze Rüstung rumzuschleppen muss ziemlich anstrengend gewesen sein. Ja, bestimmt. Ein steinerner Ritter liegt am Ende der Viererreihe. Ob dieser Typ wohl im Kampf gefallen ist? Betrachte mal das. Ich weiß nicht, um welche biblische Geschichte es geht. Ich habe immer Käsekästchen gespielt im Religionsunterricht. Nein, Blay. Wie sieht es moderner aus als das daneben? Ja, das ja auch. Im Vergleich zu dem daneben sieht es recht schlicht aus. Schön, dass es einen Text gibt. Also hier finden wir mal nichts. Ich habe keine Zeit zum Rumsitzen. Eine Reihe alter Kirchenbänke, wunderschön geschnitzt und auf Hochglanz poliert. All diese Pariser Hinterteile. Die festen Pobacken der jungen Damen. Das schwabbelige Fleisch der alten Männer. Das ist kein angenehmes Bild, daher gehe ich geistig lieber zurück zu den jungen Damen. Natürlich. Wow. Natürlich, natürlich. Was auch sonst, was auch sonst. Ich glaube, man konnte die Laufgeschwindigkeit nicht einstellen. Nein, nur Bildschirmauflösung ändern. Das kriegen wir nicht auf, dann... Konnte man hier nicht irgendwo in einen Hinterhof oder war es erst im zweiten Teil? Oder war es im... Ach nein, das war glaube ich im Fan-Teil. Also Waffen mit Fluch 2.5. Ich glaube, wir können hier zum Aeroport. Nein, wir kommen hier noch nicht weg. Okay. Morphoso, wo sind wir eigentlich gerade? Café de la Chandelier. Müsse grün. Kann ich mich jetzt eigentlich drin verstecken? Wir schließen jetzt, Monsieur Lobineau. Schon? Der Tag hat einfach nicht genug Stunden. Mehr als genug für mich. Ich kann es gar nicht erwarten, nach Hause zu kommen und die Füße hochzulegen. Eh bien, dann bis morgen. Gute Nacht, Monsieur. Ah, ich hab's doch gewusst. Hör mit dem Blödsinn auf, du Idiot. Schieb deinen Arsch hier rüber und bring die Taschenlampe mit. So, jetzt schmeißen wir doch mal das Ding hier um. Was zum... Wer ist da? Los, nix wie raus hier.
Wieder in Nikos Apartment. Und als ich aufwachte, war ich auf der Polizeistation. Und glücklicherweise konnte ich Rosso davon überzeugen, dass ich unschuldig war. Armer George. Was für eine Schweinerei. Ich habe alles vermasselt. Glaube ich nicht. Du hast gute Arbeit geleistet, indem du die beiden Gauner abgelenkt hast. Ja, aber der Killer ist mit dem Dreibein entkommen. Nein, ist er nicht. Er ist nicht der Einzige, der sich verkleiden kann. Du meinst, du hast das Dreibein gestohlen? Zum Teufel, Nico, ich hätte erschossen werden können. Diese Trottel hätten sich wahrscheinlich an die eigenen Füße geschossen. Ich wünschte, du hättest mir von deinem Plan erzählt. Wir stecken alle beide da drin. Und wieso hast du dich wie eine Pantomimenkatze verkleidet? Sei jetzt bitte nicht eingeschnappt, Georgie. Ah, Mist. Und nenn mich nicht Georgie. Ich dachte, du würdest dich freuen. Schließlich haben wir das Dreibein. Ivo Lobino. Oh, übrigens, André Lobino hat mich besucht. Oh ja, es macht dir doch nichts aus, dass ich ihm deine Adresse gegeben habe. Keineswegs, es war schön, ihn wiederzusehen. Er ist fast übergeschnappt, als ich ihm die Schriftrolle gezeigt habe. Es passiert nicht oft, dass er sich so aufregt. Er hat das Ritterwappen abgemalt, um es mit ins Museum zu nehmen. Ich hoffe, er hat die Familie ausfindig gemacht, die das Wappen trägt. Das hoffe ich auch. Okay, dann... Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Oh. Okay, warte, zeige ich nur die Schriftrolle noch einmal an. Muss sie alles nochmal anschauen. Ich hasse es. Na also. Ich mache mich besser wieder auf die Suche. Okay, jetzt Morphosaur. Genau, jetzt sind nämlich auch hier die Leute da. Ich habe nicht die mindeste Lust, mit dem Publikum zu reden. Hey, du da mit den Bällen. Ui? Wer bist du? Wie haben Sie gelernt, so zu werfen? Werfen? Was ist das Werfen? Wie geht das? Na das, was Sie da machen, werfen mit Bällen oder Keulen oder so. Das ist kein ordinäres Werfen, das heißt Jonglieren. Jonglieren? Was heißt das? Mon Dieu, ein Jongleur ist ein Künstler, ein Meister der Antischwerkraft und Eingeweihter der Aero-Ballett-Mysterien. In den vergangenen Jahrhunderten hatten alle Höfe der gekrönten Häupter Europas ihre eigenen Jongleure. Geistreiche, belesene Männer, an die sich die Monarchen in der Stunde der Not wandten. Was haben Sie getan? Moment mal, sehe ich das so richtig? Unsere Feinde stehen an den Grenzen des Reichs, Seuchen verwüsten das Land und die Bauern revoltieren. Was für ein Glück, dass wir Chuckles haben, der seine Bälle durch die Gegend wirft. Schätze nein. Chuckles. Dieses Jonglieren sieht eigentlich ganz leicht aus. Oh nein, nicht wirklich. Eigentlich sieht es gar nicht leicht aus, oder? Vielleicht glauben Sie, Sie könnten es besser? Ich versuch's mal. Bedienen Sie sich. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie das geht. Aber da dieser Typ offensichtlich ein Idiot ist, kann es ja wohl nicht so schwer sein. Andererseits ist es doch schwerer, als es auf den ersten Blick aussieht. Erheblich schwerer. Aber immerhin ist das meine große Chance, einmal von völlig Fremden verspottet zu werden. Doch nicht so einfach, wie? Nein, sieht nicht so aus. Okay. Oh Mann, heute habe ich es aber schon im Hals. Unglaublich. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, den Kanaldeckel zu öffnen? Hey, Sie, was haben Sie da zu suchen? Bleiben Sie da. Ja, okay, dann reden wir nochmal mit ihm. Verzeihen Sie, Wachtmeister. Die was wissen Sie über... Und... Aber hallo, was man heutzutage so alles an der... No. Müssten Sie jetzt nicht... Sie... Klar. Ich... Wofür? Klar, aber... Eine ganz... Ah, ganz wir toll. Sehen uns wohl noch. Genau nee, die gleichen... Ich werde hier sein. Außermöglichkeiten. Ich habe nicht die mindeste Lust... Mit dem Publikum zu reden. Ja, danke auch. Irgendwas fehlt mir doch noch.
Nico wird beeindruckt sein. Ich habe die Geheimtür unter der Burg geöffnet und so den nächsten Hinweis gefunden. Das Bild eines Geigens an einem Ort namens Montfaucon. Ich genehmige mir nur noch ein Bierchen und dann geht es zurück nach Paris. Paris, Montfaucon. Ich muss herausfinden, was das mit Montfaucon auf sich hat. Etwas mit einem Gehängten? Und ich muss mehr über den mysteriösen Marquis herausfinden. Marquis befindet sich im örtlichen Spital. Ich sollte gleich dorthin gehen. Marquis hielt mich für einen Meuchelmörder. Offenbar will ihn jemand daran hindern, ein Schwert wieder zu schmieden. Ja, etwas seltsam übersetzt. Offenbar will ihn jemand daran hindern, erneut ein Schwert zu schmieden. Ich soll den Edelstein zu so einem Kerl bringen, der als Groß... Ich soll den Edelstein zu einem Kerl bringen, der als Großmeister bezeichnet wird. Marquis sagte ihm, dass die zwei Halunken aus dem Hotel versuchen würden, das Dreibein zu stehlen. Er erwähnte auch einen gewissen Klausner, dem der Meuchler vielleicht nach Syrien gefolgt ist. Alles sehr verwirrend. Doch bevor er mir die Sache näher erklären konnte, wurde ich von einem Arzt aus dem Zimmer gescheucht. Doch diese Person war gar kein richtiger Arzt, da er anschließend Marquis ermordete. Mit diesen Typen ist wahrlich nicht zu spaßen. Dieser Lobineau ist wirklich ein eingebildeter Affe. Sieh nur, wie viel ich über die Tempelritter weiß. Na gut, er wusste über die Haschaschinen Bescheid. Und er wusste von Montfaucon und wohin ich als nächstes muss. Na und? Paris, Museum von Grün. Grün hieß es. Mein Versuch, den Raub im Museum zu verhindern, wurde durch einen miesgefertigten Totenpfahl vereitelt. Doch dann schwang sich eine Gestalt von der Decke, so wie eine Superheldin, und schritt zur Rettung. Auch der kranke, der dummste Satz, wo überhaupt, den ich je gelesen habe. Doch dann schwang sich eine Gestalt wie eine Superheldin von der Decke und schritt zur Rettung. Und der, das, hier ist ein Komma vor dem und so. Anfänger. Die maskierte Retterin war Nico. Sie hat das gemacht. Wir haben jetzt das Dreibein und ich habe den Edelstein gefunden. Jetzt sollten wir nach Montfaucon aufbrechen und schauen, was wir dort damit anstellen können. Ach genau, jetzt ist nämlich auch der Priester da. Oder war es Priester oder war es nur ein Diakon? Ich weiß nicht. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Laut roten Käppchen. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Normalerweise sogar ein Bischof. Wenn die Entwickler keinen Mist gebaut haben. Mir ist aufgefallen, dass das Bleiglasfenster links neuer aussieht als das mittlere. Sie haben ein scharfes Auge, Monsieur. Das Originalfenster wurde im letzten Krieg zerstört. Es war so alt wie die Kirche selbst. Frühes 14. Jahrhundert. Oh Mann, das ist einfach schrecklich. Oui. Ein entsetzlicher Verlust. Doch die Kirche und die anderen Fenster haben zumindest überlebt. Was können Sie sich über sich erzählen? Wie lange arbeiten Sie schon hier? Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Aha, und? Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui. Alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Was können Sie mir über die Tempelritter erzählen? Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie?
Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit.